In den folgenden Videos soll es uns darum gehen, den Cashflow auf indirekte Art und Weise zu ermitteln. Also Ziel ist vor allem die indirekte Ermittlung des Cashflows. Und ich möchte dies zunächst mit Hilfe von Bilanzdaten tun, einer sogenannten Bewegungsbilanz. Und die Bewegungsbilanz entsteht aus den Bilanzdaten, zum Beispiel der HGB-Bilanz, die wir dann umordnen, eine bestehende Differenzenbilanz, aus der wir dann die Bewegungsbilanz ermitteln. Ja, die Umwandlung einer beispielsweise HGB-Bilanz in eine Form, in der sie leichter mit zu Analysezwecken herangezogen werden kann, kennen Sie vielleicht auch schon aus dem externen Rechnungswesen. Da gibt es die sogenannte Strukturbilanz, wo die Passivseite beispielsweise eher nach Fristigkeiten geordnet wird. Und so ähnlich ist auch dieses Konzept der Bestände-Differenzen-Bilanz. Hier würden wir auch bestimmte Positionen der HGB-Bilanz zusammenfassen. Und dafür gibt es ja jetzt keine Rechtsgrundlage im engeren Sinne, sondern ein Analyst kann das tun, wie er es für richtig hält. Und ich möchte mal so weit zusammenfassen, dass wir die Begriffe, die wir hier im Kurs brauchen, anhand dieser Bestände-Differenzen-Bilanz besprechen können, also so weit wie möglich. Zusammenfassen, aber so viel wie nötig eben noch unterschiedliche Positionen erhalten. Und zwar habe ich jetzt hier auf der Aktivseite zunächst einmal Positionen zusammengefasst, nur noch zu drei Positionen, die in der Bestände-Differenzen-Bilanz auftreten. Und das ist das Anlagevermögen, dann alles Umlaufvermögen außer den liquiden Mitteln. Ich habe es hier mal sonstiges Umlaufvermögen genannt. Und die dritte Position, die liquiden Mittel. Also das Umlaufvermögen, nur die liquiden Mittel herausgegriffen. Darunter kann man jetzt auch bestimmte Bilanzpositionen verstehen, aber die sind meist immer die gleichen. Ja, also insbesondere Kassenpositionen oder Bankguthaben oder Postgiroguthaben. Wenn man so will, vielleicht auch Besitzchecks oder Besitzwechsel. Und alles sonstige Umlaufvermögen, darunter verstehen wir dann insbesondere Forderungen und auch Vorräte, würden wir in einer Position zusammenfassen und dann sämtliches Anlagevermögen in eine Position. Sicherlich gibt es viele Positionen, über die man länger nachdenken könnte, sowas wie Beteiligungen und so weiter. Das würden wir aber am Ende des Kurses machen. Das würde ich jetzt hier noch nicht thematisieren. Im Groben könnten wir die Position hier groß flächig zusammenfassen. Und auf der Passivseite genauso, da haben wir einerseits das Eigenkapital, das ist jetzt hier alles, was über meiner waagerecht gezogenen Linie steht. Und dieses Eigenkapital, das haben Sie ja nach HGB auch bestimmte Untergliederungsvorschriften hinsichtlich des Eigenkapitals bei Kapitalgesellschaften beispielsweise. Das möchte ich mal jetzt hier in drei Positionen unterteilen. Das ist einerseits der Gewinn des laufenden Jahres. Und dann die Gewinnrücklage, das sind ja, wenn Sie so wollen, aufgesparte, nicht ausgezahlte Gewinne vergangener Jahre und das sonstiges Eigenkapital, Positionen zusammengefasst, wie gezeichnetes Kapital, Kapitalrücklage. Also Eigenkapital, was sehr schwer ausgeschüttet werden kann und normalerweise nicht aus der Gewinnverwendung heraus entstanden ist. Ja, unter dem letzten Querstrich stehen jetzt noch Positionen des Fremdkapitals. Die möchte ich jetzt mal so gliedern, dass wir einerseits unterscheiden erstmal langfristige Rückstellungen. Das sind also insbesondere Pensionsrückstellungen, weil die häufig große Positionen in Unternehmen ausmachen und deren Aufstockung oftmals ja, als reiner Buchungssatz angesehen werden kann, der die liquiden Mittel nicht betrifft, aber den Gewinn sehr wohl schmälert, wenn jetzt Rückstellungen bilden würde. Ja, und die Verbindlichkeiten, die wir sonst noch so innerhalb des Fremdkapitals haben, die habe ich jetzt mal in zwei Positionen nur unterschieden. Das sind einerseits zinstragende Verbindlichkeiten. Diesen Begriff, den werden wir häufiger noch aufgreifen. Das sind jetzt Verbindlichkeiten, für die unser Unternehmen Zinsen bezahlen muss. Also letztendlich Finanzierungen, wo der Kapitalmarkt genutzt wurde in Form von Fremdkapital. Darüber haben wir schon bei der direkten Cashflow-Ermittlung gesprochen.
Und alle anderen Positionen packe ich mal hier so in einen Sammelposten, nenne es sonstige Verbindlichkeiten. Da würde ich dann auch kurzfristige Rückstellungen, also beispielsweise für Instandsetzung oder ähnliches, mit unterbringen. Es ist eine sehr grobe Art und Weise und mancher Bilanzanalyst oder Unternehmensbewerter würde da noch sehr skeptisch dem gegenüberstehen, aber uns kommt es ja auf die grundsätzlichen Aussagen erstmal drauf an, dass wir erstmal ein grobes Schema haben, verfeinern können Sie das dann, wenn Sie es in der Arbeitswelt brauchen, natürlich weiter. Ja, also so die Zusammenfassung von Bilanzpositionen in einer bestehenden Differenzenbilanz. Nun brauchen wir noch einzelne Angaben aus der G&V beispielsweise oder auch aus dem Beschluss zur Gewinnverwendung. Und die habe ich jetzt hier mal einfach so unten drunter notiert. Im Wesentlichen bezieht sich das Konzept der Bewegungsbilanz erstmal auf Bilanzdaten. Aber ein ganz bisschen brauchen wir auch noch Erfolgsdaten. Und das betrifft einerseits hier die Gewinnverwendung. Das sind jetzt noch nicht mal Erfolgsdaten, aber die Verwendung des Gewinns im Vorjahr müssen wir berücksichtigen, ob es zu Ausschüttungen kam oder ob damit die Gewinnrücklagen erhöht wurden. Unter Gewinnrücklagen würde ich dann aber auch Gewinnvortrag verstehen. Ja? Also ich fasse die beiden Positionen mal zusammen. Rechtlich haben sie auch nochmal eine unterschiedliche Konsequenz, aber es sind ja letztendlich nicht ausgeschüttete Gewinne. Also werden die Gewinne ausgeschüttet oder werden sie nicht ausgeschüttet? Darüber brauchen wir eine Angabe. Außerdem brauchen wir Angaben aus der Erfolgsrechnung zu Abschreibungen, Zuschreibungen und aktivierten Eigenleistungen. Das sind alles Positionen in der Erfolgsrechnung, die zwar einen Erfolg darstellen, aber keine Zahlung. Und wir wollen jetzt im Zuge der indirekten Cashflow-Ermittlung eben auf die Erfolgskennzahlen zurückgreifen und müssen diese dann aber auch in gewisser Weise korrigieren, weil nicht zahlungswirksame Erfolge eben wieder eliminiert werden müssen aus der Erfolgsrechnung und die Geschäftsvorfälle, die zwar eine Zahlungswirkung haben, aber nicht in der Erfolgsrechnung erfasst werden, sollen gegebenenfalls noch ergänzt werden. Das wären so die grundsätzlichen Haltungen. Deshalb brauchen wir jetzt hier insbesondere so typische Größen aus der Erfolgsrechnung wie Abschreibung, Zuschreibung und aktivierte Eigenleistung, die nicht zahlungswirksam sind, aber in der Erfolgsrechnung als Erfolg erfasst werden, um die entsprechend dann zu neutralisieren wieder. Ein anderes betrifft auch die Bildung von Rückstellungen. Diese Daten haben wir aber in der Bilanz und in der Differenzenbilanz. Ja, und hierzu habe ich ja, dann brauchen wir noch, weiter brauchen wir keine Angaben. Ich habe jetzt hier noch konkrete Zahlen schon genannt. Einfach mal ein ganz einfaches Zahlenbeispiel hier untergebracht, damit wir auch ein bisschen in der Dynamik dieser Bestände, Differenzenbilanz rechnen. Und zwar würde ich zu den jetzt gebildeten Positionen immer die Daten aus dem Vorjahr, ich habe das mal hier T-1 genannt, und aus dem laufenden oder dem letzten Jahr entsprechend gegenüberstellen und eine Differenz bilden. Differenz heißt immer die letzten Daten minus die vorletzten Daten. Also diese Differenz von plus 100 entsteht, indem ich 500 minus 400 rechne. Ja, genauso könnten wir das natürlich für die anderen Differenzen bilden. Ich gehe mal davon aus, dass ich mich hier nicht verrechnet habe und dass es hier jetzt passt. Ja, auch für die weiteren Angaben, die jetzt nicht unmittelbar in der Bilanz abgelesen werden können, habe ich mir jetzt hier Zahlen zurechtgelegt. Und zwar geht es insbesondere um diesen Gewinn von 20 aus dem Vorjahr. Und dazu habe ich hier die Angaben formuliert, dass damit die Gewinnrücklagen um 10 erhöht wurden und 10 ausgeschüttet wurden. Ja, also diese 20 hier, die wurden sozusagen aufgeteilt. 10 davon wurden ausgeschüttet, beispielsweise als Dividenden. Die anderen 10 wurden genutzt, um die Gewinnrücklagen zu erhöhen, was ja letztendlich auch nur ein Buchungssatz ist. Gewinn an Gewinnrücklage und aber nicht zur Zahlung kommt. Ja, zu Angaben, Abschreibungen, Zuschreiben, aktivierte Eigenleistungen, die würden Sie finden in der G&V,
Die Zuschreibung oder sonstige betriebliche Erträge, aktivierte Eigenleistung, Abschreibung auf Anlagevermögen werden explizit ausgewiesen. Das sind also Größen, die würden Sie in der Erfolgsrechnung finden. Und hier habe ich mal jetzt gesagt, Abschreibungen wurden in Höhe von 50 gebildet und Zuschreibung aktivierte Eigenleistung setze ich einfach mal 0. Ja, und dann hätten wir unsere Bestände, Differenzen, Bilanz schon mal aufgestellt und im nächsten Schritt würden wir aus diesen Differenzen dann eine sogenannte Bewegungsbilanz bilden und auch dazu möchte ich im folgenden Video dann ein mögliches Muster vorstellen.